Nu? Okay, das ist schon mehr. Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Wie ihr schon gesehen habt, ich habe jetzt hier fünf. Okay, ihr habt nur gesehen, dass ich fünf Boxen in der Hand habe. Also, das sind fünf Glossy-Boxen. Die werde ich jetzt euch alle zeigen, mit euch gemeinsam aufmachen. Ich bin schon mega, 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 mega gespannt. Ich habe mich schon darauf sehr, sehr gefreut. Und ich musste trotzdem ein paar Tage warten, weil ich nie allein war und nie das Video drehen konnte. Aber jetzt. Es gab diese Aktion bei Glossy Box, mit diesen Pink Prices. Da konnte man so Bundles kaufen. Ich erinnere mich nicht mehr, wie viel ich bezahlt habe, aber das war wirklich wenig. Ich werde das hier einblenden, wie viel ich für fünf Boxen inklusive Love Box bezahlt habe, weil ich mich wirklich nicht mehr erinnern kann. Also da waren mehrere Bundles möglich mit drei Produkte, mit zwei, mit keine Ahnung. Und ich glaube, der Fünfer war der größte und ich habe das bestellt. Ich glaube, das war irgendwie 27,50 € oder so. Also als erstes haben wir hier so mit einem Zirkus, so mit Elefant Design. Wir haben zweimal so ganz normale rosa. Ich bin mal gespannt, oder oh, das ist schwer. Ich bin mal gespannt, ob in beide rosa Boxen genau dieselbe Sachen drin sind oder was Unterschiedliches. Also ich bin relativ neu bei Glossy Box. Ja, komplett neu bei Glossy Box, muss ich sagen. Also ich hatte bisher nur ein Glossy Box und eine Young Box und Adventskalender. Dazu werde ich gleich auch was sagen. Also deswegen kenne ich mich gar nicht aus, was, wann, wie, wo, in welche Box war. Als nächstes haben wir auch ein Mary Poppins Box. Mary Poppins Box, so. ja, also schön ist es nicht, aber ich finde es irgendwie voll cool. Also das hat schon was. Und genau wie erwähnt, der Love Box. Also ich gehe davon aus, dass sie der Love Box, weil der so Herzchen drauf hat. Also ich würde sagen, fangen wir mit dem Mary Poppins an, weil das mich am meisten interessiert, wirklich wie ein Kind. Ich mag kein Mary Poppins eigentlich. Also ich habe das jetzt irgendwann mal angefangen, den neuen Teil zu gucken. Genau mit dieser Frau. Also wahrscheinlich war das so eine Werbung dafür. Dieser, wir singen in jeder 5 Minuten. Das ist gar nicht mein Ding. Also dann denke ich mir so, oh, jetzt kommt wieder singen. Also machen wir auf, weil wir fünf Boxen haben und es wird sonst lang. Als erstes haben wir so ein ganz normales Heftchen. Ich finde es schön, dass die Schleife rot ist. Passt sehr gut dazu. Also Glossy Box Magazin. Irgendwas riecht sehr gut da drin. Ganz, ganz fruchtig. So Beeren. Oh ja, das ist sehr gut. Und das Seidenpapier ist ganz schön so himmelblau. Und ich bin mal gespannt, was hier so sehr gut riecht. Und ich bin auch mal gespannt, was damit jetzt mit Mary Poppins zu tun hat. Als erstes haben wir von Jean and Lamb. Davon habe ich gestern von Sarah diese Idee auf Instagram gehört, aber ich kenne noch gar nicht. Das ist ein Tagescreme für alle Hauttypen gegen erste Fältchen. Ah, okay. Ohne Mikroplastik, ohne Gedöns. mit Hyaluron und Aprikosenextrakt. Ah, das riecht dann wahrscheinlich gut. Diese Aprikosen-Dings. Gedöns. Ich denke, ja. So sieht es aus. Also, die Verpackung gefällt mir nicht so wirklich gut. Das ist mir ein bisschen so, ja, altmodisch, bisschen so Apotheke-Design. Aber es riecht sehr gut und klingt auch sehr gut, also was sie versprechen. Als nächstes haben wir von Luvos Naturkosmetik mit Heilerde Reinigungsmaske. Mit Hamamelis, schöne und gesunde Haut, reinigt intensiv, nimmt Glanz und glättet nachweislich. Ja, okay, das ist so, okay, Reinigungsmaske. Die Marke kenne ich auch nicht, also diese Verpackung habe ich auch noch nie gesehen. So, da haben wir aber was mega, mega Schönes drin. Das passt farblich zu diesem Mary Poppins Thema. Und das ist von Rituals, The Ritual of Yalda. May all your wishes come true. Foaming Shower Gel. Watermelon and Pomegranate. Oh ja, Mann. Wassermelone und Granatapfel.
Okay, also so riecht es jetzt nicht gut. Das riecht sehr, sehr künstlich und viel zu süß, obwohl ich mich für diese Duft sehr gefreut habe. Aber ich werde das unbedingt probieren. Das ist auch eine sehr, sehr schöne Dose. Ja, finde ich gut. Als nächstes haben wir von Trifle Cosmetics ein Lip and Cheek Jam. Okay, also ist es ein Lippenbalsam. Also ich habe es jetzt nicht ganz gerafft. Dark Cherry heißt die Farbe oder die Duft. Aha, okay, so sieht es aus. Lip and Cheek Jam. A water-based lip and cheek jam that gives you a sweet, healthy, natural flush of color. Ah, okay, also das ist so Färberzeug. Okay, die Marke sagt mir ein bisschen irgendwas, als hätte ich das schon mal gehört oder gelesen. Die Verpackung fand ich auch ganz cool. Und der Odin sitzt hier neben mir und er guckt aus dem Fenster. Was ist da? Was ist da denn? Hier haben wir ganz viele Sachen drin. Also das war schon 1, 2, 3, 4. Und wir haben 5, 6, 7, 8, 9. Wow. Als nächstes haben wir von Meech and Mia. Sag mir auch, nee, sage ich ganz ehrlich. Eyeshadow in der Farbe 54. Und die Farbe ist so ganz schön, so, ja, Creme, Champagne. Ja, so Champagne würde ich sagen. Das ist ein Eyeshadow-Stick. Wieso weinst du, Odin? Du warst draußen, du hast gegessen. Was ist denn los? Du langweilst dich. Ich muss noch das fertig machen. Ich will das fertig machen. Jo, dann spielen wir. Als nächstes haben wir von Garnier Wahre Schätze Tiefenpflegemaske mit Honigschätzle für strapaziertes, brüchiges Haar. Das werde ich auch bestimmt anwenden. Die kenne ich. Und ja, probiere ich mal aus. Wir haben auch noch von Essie ein Nagellack drin. Oh, das sieht ganz, ganz alt aus. Also ich versuche mal ein bisschen zu schütteln. Aber es sieht immer noch ein bisschen alt aus. Also das ist so korallrosa Farbe. Und wenn ihr, ja, ihr könnt es sehen, das sieht richtig alt aus. Das lag ganz lange, weil das ist teilweise rosa, teilweise orange. Also das sollte bestimmt nicht so aussehen. Ich mag kein Nagellack, aber ja. Hier haben wir von Batiste ein Trockenshampoo and Anti-Frizz für krauses oder widerspenstiges Haar mit pflegender Kokosnuss. Sowas war schon mal drin? Oder war, nee, das war die Goodie Box, Entschuldigung. Also so Batiste Trockenshampoo mit Anti-Frizz finde ich ganz cool. Ja, kann man haben und das ist so Kompaktgröße. Und als letztes haben wir von Dove. Oh, das finde ich cool. Das ist ein Bodylotion, aber richtig groß. Also wirklich ein Full Size. Limited Edition Winterpflege Bodylotion mit verwöhnendem Duft für winterweiche Haut. Oh, nee, 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 nee. Der Duft ist gar nicht meins. Das erinnert mich immer an meine Kindheit, wenn ich immer krank war und diese Hustensäfte. Oh, nee, das riecht nach Hustensaft. Boah. Nee. Entschuldigung, nee, dieser Duft kann ich einfach nicht vertragen. Ich hatte so viele Probleme als Kind mit dieser ganzen Medikamentennahme. Ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Ich habe von denen immer gekotzt. Meine Eltern konnten mir nichts eingeben. Ich wollte gar keine Medikamente. Also Tabletten. Tabletten konnte ich, wenn die das in Tee reingemacht haben. Aber diese ganze Pulver und Hustensaft und so, ich habe immer gekotzt. Ich kann bis heute die nicht trinken. Neocitran und sowas trinke ich nie. Ich schmeck. Nee, dieser ganze Geschmack, nö. Nicht meins. So, machen wir weiter mit dem Elefantenbox. Mit der Elefantenbox. Ach. Weil wir nicht so viel Zeit haben, aber das wird lange dauern. Ich sehe jetzt schon. So, da erwartet uns kein Heftchen, kein Magazin. So sieht es aus. So, Lida.
Oh, aber das sieht schon mal gut aus. Genau, okay, weil ich dachte mir, bevor ich das Video angefangen habe zu drehen, irgendwie kommt mir diese Box bekannt vor. Vielleicht hatte das meine Freundin. Aber so jetzt, dass ich das sehe, die eine hatte sie bestimmt. So, als erstes haben wir von Garnier Fructis Hair Food 3-in-1 Maske mit Banane für trockenes Haar. Okay, also kleine Probe, so Haarmaske von Garnier. Ja. Wow, wir haben ein Parfum drin. Wow, das finde ich cool. Von Jean Artes, oder wenn ich das richtig ausspreche, Artes, von Paris, L'Eau de Rose. Ja, so die Nivon mal. Nivon. Keine Ahnung, was denn los ist. Du bist raus. Oder Papa ist weg. Also, so sieht das aus. So wirklich minimalistisch. Oh, das ist gar nicht mein Duft. Oh, nee. Okay, da kam jetzt ein bisschen viel raus. Okay, das ist sehr, sehr riecht nach Blumen. Also nicht fruchtig, gar nicht fruchtig. Das ist eher Blumen. Blumenwiese. Und ich mag das nicht so wirklich. Also diese Duftrichtung ist für mich ein bisschen zu süß. Ich mag, wenn es ein bisschen gewürzig ist. Also Shampoo, Gautier oder Gautier, keine Ahnung. Düfte finde ich gut. So, als nächstes haben wir von, steht nicht drauf. Okay, das ist einfach leer. Okay, hier steht Style oder Style London, Tickle Me Pink. Keine Ahnung. Schauen wir mal rein. Ah doch, hier stand es drauf, dass es Teil ist, aber man kann das gar nicht lesen. Also ihr seht es gar nicht. Ist so hell drauf. Aber schauen wir mal, was hier drin ist. Ich kann das gar nicht aufmachen. Oh, diese ganzen Verpackungen immer. Oh, ist es ein Lippenstift? Ein Lippenstift? Ein Lippenstift? Oh, ich denke, das ist ein Lippenstift. Und der sieht mega, mega cool aus. So schön roséfarbig. Ach, so rum. Entschuldigung, so rum. Ja, das ist bestimmt ein Lippenstift. What the fuck? Was ist das denn? Das ist durchsichtig. Bestimmt ein Lippenbalsam oder so. Ja, ich denke, das ist ein Lippenbalsam, weil man sieht gar nichts. Also ihr seht vielleicht, das ist... Nee, ihr seht auch nichts. Okay. Interessant. Als nächstes haben wir von Royal Apothec Scrubby Sugar Lip Scrubs Extract of Fig, also mit Feige. Ein Lippenradierer. Ich nehme das jetzt nicht komplett raus, so sieht es aus. Okay, das ist jetzt nichts für mich, aber trotzdem sieht es sehr hochwertig aus. Und da haben wir von Mercy Handy Only for Glossy Box Love and Hand Cleansing Gel. Das ist ganz cool, kann man immer sowas haben. Also ich mag sowas nicht, aber trotzdem, manchmal ist es wirklich nützlich, wenn man sowas hat. Und, oh, das gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist von The Trifle Cosmetics Praline Palette, Eyeshadow Palette. Da will ich unbedingt reingucken. Es interessiert mich wirklich, wie diese Palette aussieht. Das klebt irgendwie. Oh, Mann. So. Also von außen ist es mega schlimm. Das ist komplett Kunststoff. Sieht gar nicht gut aus. Aber schauen wir mal rein. Nee. Okay. Es geht. Also so Gold, Grün, Dunkellila, Dunkelgrau. Und der Spiegel ist voll checkig. Okay, ja, das war jetzt nicht so ein
großer Hype, wie ich mich drauf gefreut habe, weil das sah richtig ansprechend aus. Aber das nicht. Jo, aber trotzdem, Eyeshadow-Palette. Gut, und unser Box ist ja nicht leer, weil ich alles wieder zurückgepackt habe. Aber wir sind fertig. Ich werde hier auch überall die Preise einblenden. Vielleicht habe ich das schon am Anfang des Videos gesagt. Ja, ich habe schon gesagt, glaube ich. Nee, habe ich nicht. Ich werde die Preise googeln. Also ich werde nicht von dem Heft übernehmen. Aber in diesem war gar kein. Sondern selber googeln. Und wir machen weiter mit der Lovebox. Nee, dafür mache ich ein extra Video, weil das wird wirklich lang. Und wir haben zwei rosane Boxen. Der eine ist viel schwerer als der andere. Fangen wir mit der leichte an. Oh. Das sieht cool aus. Sehr, sehr hochwertig. Da haben wir ein Glossy Magazin. Und so hellrosa Seidenpapier. Oh, und da haben wir echt viele Sachen drin. Und das sieht nur so aus. Einmal von Pure Light. Also das ist eher für Sommer. Das sehe ich schon jetzt. Das ist ein Sommerbox. Das war ein Sommerbox. Da haben wir von Pure Light ein Armband und ein 30% Gutschein drin. Also ich sage euch ganz ehrlich, ich verstehe diese ganze Pure Light Hype nicht. Wirklich nicht. Jeder YouTuber sagt, oh ja, und ich habe das von Pure Light und das habe ich von Pure Light und mit meinem Code könnt ihr für so viel bestellen und ich habe schon mal geguckt, was gibt's bei Pure Light und ich verstehe diese ganzen Hype nicht. Wirklich nicht. Und ich finde solche Armbänder gar nicht schön. Naja, egal. Das ist Under the Sea. Und weil ich das jetzt gesagt habe und irgendwann mal ganz viele Abonnenten haben werde, Pure Light wird extra deswegen mit mir keine Kooperation machen. Weil ich sage, das ist viel zu großer Hype für nichts Besonderes, sage ich jetzt mal so. Aber wenn ihr andere Meinung habt, dann sagt mir das wirklich sehr, sehr gerne, weil ich doch noch wirklich nichts davon, also von denen bestellt habe. Ob es wirklich so mega gut ist und preiswert ist, wie das alle YouTuber sagen. Und da steht Under the Sea drauf. So, hier haben wir ihn von Larici Cosmetics, ein Shade Sticks Baton Bronzant. Okay. Schauen wir da rein. Boah, also so sieht es aus. Das ist richtig, richtig dunkelbraun. Also Bronzer würde ich da eher nicht sagen. Okay, da wird gar nicht wirklich beschrieben, was das wirklich ist. Shade Sticks. Also ich würde mal sagen, so für Kontur vielleicht. Ja, wahrscheinlich für Kontur. Also da wurde meine Hand jetzt ein bisschen dunkler. Okay. Die Marke kenne ich auch nicht, aber das sieht etwas hochwertig aus. Mit dieser ganz, ganz dezenter Design. So, hier haben wir ein ganz, ganz süße Make-up-Pinsel von Inuvet. Kenne ich die Marke auch nicht, aber diese Pinsel habe ich bereits gesehen. Also die habe ich schon, also ich kenne die nicht, aber ich habe schon mal gesehen. Und oh, das sieht richtig weich aus. Testen wir schon mal. Oh ja, das ist sehr, sehr weich. Das ist cool. Aber was für ein Pinsel ist das? Keine Ahnung. Vielleicht so für Highlight? Könnte sein. Oh ja, ein Highlighter-Pinsel wollte ich eh haben. So, hier haben wir ein Mascara von Love. Okay, das finde ich sehr cool. Gilt Eyes Fan Effect Mascara Waterproof. Okay, das ist ein Pluspunkt Glossybox. Ich mag Waterproof-Mascaras. Und ja, das sieht auch sehr groß aus. Und da ist mein Haar. Achso, nee, das war noch drauf. Ja, finde ich sehr, sehr gut. Also Love Mascaras habe ich noch nie probiert, aber ist bestimmt gut. Hier haben wir, das ist auch sehr nützlich, sogar für eine Sommerbox finde ich das ganz cool.
Rasierer. Shape forward and back. Also man kann auch, also zwei Richtungen rasieren, finde ich sehr, sehr gut. Und da ist ein drin. Und als letztes haben wir von Schwarzkopf. Okay, wenn ihr das hier nicht lest, also nur diese Buchstaben, okay, ihr könnt es nicht lesen. Ich habe mir jetzt die ganze Zeit gedacht, was steht da? Biologie? Aber das ist Biology. Customized Hair Care System, Deep Sea Extract for Dry Hair. Okay, also das ist so Haarspray für trockene Haare. Also das ist für Sommer wirklich sehr, sehr gut. Das werde ich im Sommer auch bestimmt nutzen. Bis wann ist es haltbar? Bis 2021. Okay, das ist sehr gut. Ja. Und unser Box ist leer und wir hatten, wie viele Produkte denn? 1, 2, 3, 4, 5 und dann so ein Purelei-Gutschein. Also sagen wir mal 6. Jo, das war der eine Dusane-Box. Das fand ich auch gut. Sagt auch gerne eure Meinung. Wisst ihr was? Verlosung fällt mir jetzt ein. Ich werde hier insgesamt auch so 4-5 Produkte auswählen. 4 oder 5, ja, schauen wir mal. Wenn es größere Produkte sind, dann 4. Aber sonst vielleicht auch 5 Produkte auswählen von dieser ganzen Boxe, inklusive Lovebox, auswählen und verlosen. Weil wir sind jetzt ja über 200. Dankeschön. Und eure Aufgabe ist, sagt in den Kommentaren, welche eure Lieblingsbox war jetzt von diesen 5. Und noch Voraussetzung, abonniert meinen Kanal und liked dieses Video. Und dann noch der Kommentar. Und dann könnt ihr das gewinnen. Ich werde das verlosen. Jetzt haben wir 2. Sagen wir mal am... Wann habe ich Urlaub? Am 9? 13. Am 13. Dezember werde ich das verlosen. Und wer gewonnen hat, werde ich per Kommentar anschreiben. Und der muss sich innerhalb einer Woche sich bei mir melden, sonst ja, ist es weg. Ja, also Verlosung. Ich werde das auch mal in den Infobox schreiben. So, das sieht so aus. Finde ich sehr, sehr gut. Also diese Farbkombination gefällt mir sehr gut. Ich hoffe, sowas wird drin sein. Glossybox Magazin. Aber es steht nicht drauf, von welcher Zeit es ist. Es ist auf jeden Fall ein 2018er Box. Es steht leider wirklich nicht drauf, von welcher Zeit es ist. Das ist schade. Wieso steht es nicht drauf? Aber das ist bestimmt aus 2018. Also das habe ich schon erkannt. So. Rosane Seitenpapier, das muss ich jetzt nicht zeigen. Oh, und das sieht sehr hochwertig aus. Also ich zeige es euch schon mal. So. Als erstes haben wir von Lancaster ein Micellar Gelee. Für Normal to Combination Skin. Okay, das habe ich jetzt sehr schön gesagt. Also eine kleine Probe von Lancaster, so Micellengel, würde ich sagen. Wir haben auch noch eine Parfümprobe von Helene Fischer, That's Me. Oh, das riecht ganz gut. Okay, das riecht echt gut. Das ist mit Fresia, mit Aprikose und Tangerine, mit Kokos, Rosa und Lotus und Vanilla. Und irgendwelche Wood und Musk Accord. Keine Ahnung, was das ist. Scheint ganz gut zu sein. So, hier haben wir von Wunder 2. Okay, Wunder 2. Ja,
Perfect Brows in under 2 minutes. Wunder Brow, One Step Brow Gel, Perfect Eyebrows that last for days. Okay. Also das ist ein Serum wahrscheinlich für die Augenbrauen. Schauen wir mal rein, wie das Ganze aussieht. Aha, okay. Also wir haben, das ist kein Serum, das ist ein Augenbrauen Gel und das finde ich ganz gut. Also das passt zu meinen blonden Haaren sehr, sehr gut. Und wir haben auch so eine Bürste dazu. Mhm. Das werde ich irgendwann mal probieren. Also das klang jetzt interessant. Und hier hinten ist es beschrieben, wie man das benutzen sollte. Aber das werde ich jetzt nicht lesen. Ja, finde ich ganz gut. Und wir haben von Huda Beauty, finde ich auch ganz cool, ein Liquid Matte Lipstick. So sieht die Farbe aus. Ihr könnt es jetzt nicht so gut erkennen. Das ist, machen wir mal einfach so. Oh, das ist sehr, sehr flüssig. Also ich mag kein Lipgloss. Deswegen benutze ich nicht so oft. Aber das scheint mir wirklich sehr, sehr flüssig zu sein. Das ist so ganz schön Kupferfarbe. Seht ihr? Das ist echt cool. Das sieht richtig cool aus. Ja. Als nächstes haben wir von Kushi, sagt man das, glaube ich? Kushi. Double Effect Makeup Remover Cleansing and Calming. Eyes in Sensitive Areas Removes Waterproof and Long Lasting Makeup. Also ein Zwei-Phase ja, Make-up-Remover, das muss man so schütteln. Und dann kann man es benutzen. Die Marke kenne ich auch nicht, aber das ist eine coole Sache. Und als ganz letztes haben wir hier von Duschdas Badeerlebnis pflegend und verwöhnend. Verführerische Rose mit natürlichen Ölen, Badeessenz. Okay, also Rosenduft. Mag ich ohne Witz nicht. Nee, mag ich immer noch nicht. Also das ist so Badeflüssigkeit, also so Duftflüssigkeit. Jo, das werde ich vielleicht weiterschenken oder vielleicht in die Verlosung reinmachen. Mal schauen. Ich werde euch das nicht zeigen, was ich in die Verlosung rein tue. Machen wir jetzt so, weil letztes Mal habe ich gezeigt bei dem Action. Jetzt werde ich hier nicht zeigen, was ihr gewinnen könnt. Ich werde euch überraschen. Also das werden 4 oder 5, wahrscheinlich 5 Produkte sein. Aber ich versuche das wirklich gut auszuwählen. Jo, das war's. Also da hatten wir 1, 2, 3, 4, 5 Produkte und eine Parfümprobe. Okay, diese Box fand ich auch sehr gut. Also eure Aufgabe ist, schreibt in den Kommentaren, welche eure Lieblingsbox von diesen 5 war. Das Video zur Lovebox werde ich extra machen. Also da sollt ihr auch mal reinschauen, vielleicht wird das eure Lieblingsbox, kann sein. Jo, und die Magazine habe ich auch vergessen. Naja, okay, das war's. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir ein Like und abonniert meinen Kanal. Und wenn ihr auf der Verlosung teilnehmen wollt, dann schaut auch in den Kommentaren nochmal. Jo, ich war Xenia und der Odin ist auch da. Wir wünschen euch alles Gute.